Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die abberufene RBB-Intendantin Schlesinger wird fristlos entlassen. Das entschied der Verwaltungsrat des Senders. Er schloss sich der Einschätzung des Rundfunkrates an, dass das Vertrauen zwischen Schlesinger und dem Sender nachhaltig zerstört sei. Die fristlose Kündigung hat zur Folge, dass sie weder eine Abfindung noch ein Ruhegehalt bekommt. Schlesinger nannte die Entscheidung in einer Erklärung ihres Anwalts offensichtlich politisch motiviert. Der RBB-Verwaltungsrat hat erwartungsgemäß die vorsorgliche fristlose Kündigung der ehemaligen Intendantin beschlossen. Schon der Rundfunkrat hatte diesen Weg vor einer Woche vorgegeben, dem folgt nun der Verwaltungsrat. Auch der Verwaltungsrat sieht das Vertrauensverhältnis zu Frau Schlesinger durch ihr Verhalten als nachhaltig zerstört an. Ausdrücklich möchte ich klarstellen, dass eine Abfindung für Frau Schlesinger im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf der Grundlage der vorliegenden Fakten nicht in Betracht kommt. Man habe im Sinne der Beitragszahler handeln müssen, begründet der Verwaltungsrat, um weitere Zahlungen an Patricia Schlesinger zu vermeiden. Die ehemalige Intendantin erhält deshalb in Zukunft auch kein Ruhegeld. Schlesinger ließ über ihre Anwälte mitteilen, dass sie sich als Sündenbock fühle, nichts sei bewiesen. Sie sehe einer Klärung der Vorwürfe zuversichtlich entgegen. Nun soll schnell entschieden werden, wer den RBB bis zur Wahl einer neuen Leitung übergangsweise führen soll. Der Personalrat sagt, die Zeit drängt. Viel Sorgen auch unter der Belegschaft, die sich fragen, wohin fahren wir jetzt, wohin rudern wir jetzt. Es gibt Sorgen, wie sieht es finanziell aus im RBB. Die derzeitige RBB-Geschäftsleitung steht in der Kritik der Belegschaft, aber auch der ARD-Intendanten. Ihr wird ein unbelasteter Neuanfang demnach nicht zugetraut. Deshalb sucht der Verwaltungsrat jetzt eine externe Persönlichkeit, die für Aufklärung sorgt und einen geordneten Übergang zu einer neuen Leitung organisiert. Die Bundesregierung will bei der Energieversorgung neue Wege gehen und sich breiter aufstellen. Bundeskanzler Scholz setzt dabei auch auf eine engere Zusammenarbeit mit Kanada. Das Land sei ein demokratischer Partner und ein guter Freund, sagte er vor einem Treffen mit Premier Trudeau. Dabei sollte es um Flüssiggas und grünen Wasserstoff gehen. Scholz wird von Wirtschaftsminister Habeck begleitet. Der Teppich ist die einzige Stolperfalle für den Kanzler zu Beginn seiner Kanada-Reise. Ansonsten ist es ein Besuch bei Freunden. Beide Länder sind enge Partner, geopolitisch und wirtschaftlich. Kanada habe alles in puncto Energie, was Russland bietet, sei dabei aber eine verlässliche Demokratie, betont Scholz. Er und Premierminister Trudeau stellen klar, Wohlstand kann mittelfristig nur klimaneutral sein. Und dazu gehört, dass wir auch Wasserstoff als einen ganz wichtigen Rohstoff der Zukunft entwickeln, produzieren und weltweit verteilen. Kanada wird für die Entwicklung des grünen Wasserstoffs eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch bei dieser Gelegenheit unsere Kooperation in diesem Feld ausbauen können. Während der bilateralen Gespräche wartet der Vizekanzler vor der Tür. Gemeinsame Bilder der beiden Regierungsspitzen gibt es heute nicht. Doch dass beide überhaupt gemeinsam reisen, zeigt die hohen Erwartungen, die die Bundesregierung auf diese Energiepartnerschaft hat. Mit dabei auch eine umfangreiche Wirtschaftsdelegation, darunter auch Automobilkonzerne wie VW oder Mercedes-Benz. Kanada verfügt über große Rohstoffvorkommen wie Kalium und Lithium, das man für die Produktion von E-Autos benötigt. Neben dem offiziellen Abkommen werden auf dieser Reise auch zahlreiche bilaterale Wirtschaftskooperationen erwartet. Kurzfristig wird die geplante Energiepartnerschaft Deutschland nicht über den absehbar harten Winter retten. Aber mittelfristig soll Kanada einer der zentralen Partnerländer werden für die deutsche Energiewende. Und auch politisch wollen der Kanzler und der Vizekanzler ein klares Signal senden. Transatlantische Beziehungen sind mehr als nur ein guter Draht zu Washington. Kanada ist einer der wichtigen Partner in der G7 und der NATO. Und die Bundesregierung will das künftig auch stärker anerkennen. In mehreren Bundesländern neigen sich die Sommerferien dem Ende entgegen und das neue Schuljahr beginnt. Auch dabei machen sich die aktuellen Preissteigerungen bemerkbar. So ist Unterrichtszubehör wie Schulhefte deutlich teurer geworden. Bundesfamilienministerin Paus fordert nun gezielte Entlastungen für Familien.
Letzte Handgriffe vor der Ladenöffnung. Im Schreibwarengeschäft von Manuel Roth in Leipzig machen Schulartikel etwa ein Drittel des Umsatzes aus. Auch hier deutliche Preissteigerungen. Hefte und Blöcke um 30-40% teurer, Kunststoffartikel zwischen 5-10%. Die dritte Preiserhöhung allein in diesem Jahr. Wir können gar nicht das alles so organisieren, dass wir die 1:1 so weitergeben, weil wir es gar nicht schaffen, das einfach auch im Blick zu behalten, was ist denn wie viel teurer geworden. Die große Abrechnung können wir eigentlich erst danach machen. Auch die Kunden machen sich Gedanken. Es ist Lebensmittel teurer geworden, Schulzeug ist teurer geworden, Aktivitäten sind teurer geworden. Das merken wir auf alle Fälle dolle. Empfänger von Sozialleistungen können zwar bis zu 156 Euro zusätzlich für Schulmaterial beantragen. Angesichts der steigenden Preise fordern Sozialverbände allerdings weitere Hilfen. Wir haben große Befürchtungen, dass auch die Menschen aus dem mittleren sozialen Feld nach unten rutschen. Eine Sorge, die Bundesfamilienministerin Paus nachvollziehen kann. Auch sie ist für weitere Hilfen zur Unterstützung von Familien. Hier brauchen wir gezielt eine entsprechende Entlastung. Die, die es tragen können, finde ich, die sollten in dieser Krise auch solidarisch sein. Aber die, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, da müssen wir da ihnen zur Seite stehen und sie tatsächlich unterstützen. Aus Sicht der Familienministerin sollte das mit dem geplanten dritten Entlastungspaket der Bundesregierung umgesetzt werden. Zwei Tage nach dem tödlichen Anschlag auf die rechtsnationalistische russische Publizistin Dugina hat Moskau schwere Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. Ukrainische Geheimdienste hätten die Tat vorbereitet und ausgeführt, zitiert die Agentur Interfax den Inlandsgeheimdienst FSB. Präsident Putin sprach in einem Beileidstelegramm an die Familie von einem Verbrechen. Kiew wies die Vorwürfe zurück. Russlands Ermittlungskomitee hat gerade erst mit der Arbeit begonnen. Doch der Geheimdienst FSB meint heute schon zu wissen, wer die rechte Publizistin Darya Dugina ermordet hat. Der FSB veröffentlicht dazu diese Bilder. Sie sollen eine 43-jährige Ukrainerin und ihre 12-jährige Tochter zeigen. Die Frau habe die Bombe unter Duginas Auto angebracht, im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes. Mehrfach hätte sie die Nummernschilder ihres Autos gewechselt. Die beiden seien dann nach Estland geflohen. Nachprüfen lässt sich das nicht. Die Ukraine bestreitet die Vorwürfe vehement. Bemerkenswert ist, dass der FSB nur 1,5 Tage für die Erkenntnisse brauchte. Dugina war bei der Explosion einer Autobombe am Samstagabend bei Moskau getötet worden. Präsident Putin nannte den Anschlag heute ein schändliches, grausames Verbrechen. Ihr Vater Alexander, ein bekannter rechter Ideologe, ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, lässt heute aber ausrichten: Unsere Herzen dürsten nicht nur nach Rache oder Vergeltung. Das ist zu wenig, nicht russisch genug. Wir brauchen einfach nur den Sieg. Die Beerdigung ist für morgen angesetzt. Es mag noch so viele Zweifel geben an der Version des FSB. Die Botschaft für die russische Bevölkerung ist in der Welt: Die Ukraine transportiere Terror nach Russland. Schon jetzt fordern patriotische Kreise eine weitere Eskalation der Kämpfe in der Ukraine. Heute jähren sich zum 30. Mal die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Im August 1992 hatten Rechtsextreme mehrere Tage lang versucht, die Aufnahmestelle für Asylbewerber zu stürmen. Unter dem Applaus von Schaulustigen zündeten sie das Gebäude an, in dem auch vietnamesische Vertragsarbeiter untergebracht waren. Zum Jahrestag sagte Bundesinnenministerin Faeser, die Bedrohung der Demokratie durch Rechtsextremismus dürfe auch heute nicht unterschätzt werden. Die rassistischen Gewaltexzesse in Rostock-Lichtenhagen. Im Sommer 1992 erschüttern sie Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung. 4 Tage lang wird die Unterkunft der Asylsuchenden angegriffen. Polizei und Justiz sind überfordert. Erst in letzter Sekunde können sich die rund 100 Bewohner und Bewohnerinnen retten. Den gewalttätigen Angreifern, darunter bekannte Neonazis, applaudierten rund 2000 Anwohner und Schaulustige aus ganz Deutschland. Ein solcher Ausländerhass, nicht nur ein Problem der damaligen Gesellschaft, so Historiker Oliver Plesso bei Tagesschau 24. Es gibt einen Altersrassismus, es gab einen Altersrassismus. Nun möchte ich das nicht so stehen lassen, als sei das so ein Naturgesetz und sei das durchgängig einfach immer da, sondern da werden ja seit Jahrzehnten Dinge auch getan, da tun wir auch gerade ja Sachen dagegen. Gleichwohl muss man anerkennen, dass das eine Herausforderung ist für unsere Gesellschaft, um nicht zu sagen, eine der zentralen Herausforderungen ist, auch für unsere Gesellschaft bis heute. Heute, 30 Jahre später, sind in Lichtenhagen nicht nur die Fassaden bunter geworden. Die Bewohner sind vielfältiger. Es wird mehr Wert darauf gelegt, hier gut zusammenzuleben.
Sicherlich muss die Geschichte erzählt werden, weil die Opfer nicht vergessen werden dürfen. Aber auch eine Generation weiter muss man auch den Leuten, die jetzt hier im Stadtteil wohnen und leben oder auch arbeiten, die Chance geben und auch Wertschätzung und Anerkennung zukommen lassen, dass sich der Stadtteil verändert hat. Auch wenn man sich in Lichtenhagen einig ist, dass eine solche Gewalt sich hier nicht wiederholt, bundesweit wird weiter zur Aufarbeitung gemahnt. Begeisterte Sportler, begeistertes Publikum. Gestern Abend sind in München die European Championships zu Ende gegangen. 11 Tage lang hatte die Europameisterschaft in 9 Sportarten das Publikum in der bayerischen Landeshauptstadt elektrisiert. Am Ende führte Deutschland den Medaillenspiegel an. Auch beim großen Finale konnten die Gastgeber noch einmal über eine Goldmedaille jubeln. Die Deutschen gewinnen den Nationenpokal. Das ist der finale Eindruck der European Championships. Und der bleibt. Genau wie der Sieg der 4x100 Meter Damenstaffel beim letzten Wettbewerb im vollbesetzten Olympiastadion. Nochmal die volle Ladung Begeisterung. Die European Championships sind heitere Spiele, ein Volksfest des Sports. Wir sind getragen worden. Wir sind getragen worden von dieser Euphorie, von dieser positiven Stimmung. Kim Bui beendet ihre Karriere in München. Mit feuchten Augen. Ein perfektes Szenario. In dem auch Enttäuschungen Platz finden. So wie die der 4x100 Meter Herrenstaffel. Oder wie die der Ruderer, die einfach frustriert sind. Dafür sahen zum Beispiel die Kanuten- und Kajakmannschaften richtig ab. Und viele fragen sich, sind die European Championships die besseren Olympischen Spiele? Stichwort erneute Bewerbung. Wir haben jetzt hier wieder demonstriert, dass wir das in Deutschland, in Bayern und auch in München können. München hat gezeigt, wie es gehen kann. So wie der Speerwurf-Europameister Julian Weber. Im lauten, bunten Zusammenspiel mit den Massen. Schön waren diese Tage nach 2006 ein zweites Sommermärchen. Theo Sommer ist tot. Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit starb heute im Kreise seiner Familie in Hamburg. Das teilte der Verlag mit. Sommer war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und anschließend bis 2000 Herausgeber der Zeit. Gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt. Sommer wurde 92 Jahre alt. Er galt als internationale Jazzgröße. Wie heute bekannt wurde, ist der Klarinettist Rolf Kühn vergangenen Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Kühn spielte zunächst beim Rias Tanzorchester, bevor er in den USA mit Stars wie Benny Goodman auftrat. In den 60er Jahren setzte er seine Karriere in Deutschland fort. Für Kenner und Fans ein unverwechselbarer Klang. Seit seiner Kindheit spielte Rolf Kühn seine Klarinette, bis zuletzt mehrere Stunden täglich. Sie hat manchmal schlechte Laune und dann muss man sie umwerben oder muss sie ganz bösartig behandeln, was ich meistens tue. Als Sohn einer Jüdin darf er zunächst nicht Musik studieren. Und dennoch wird er schnell international erfolgreich, geht nach New York, spielt vor beim großen Benny Goodman. Ich habe alle Aufregungen vielleicht, die da waren, beiseite gelegt und habe einfach gespielt und sah aus den Augenwinkeln heraus, er lächelt. Solo-Klarinettist, Dirigent, Komponist. Auch mit seinem jüngeren Bruder spielt Rolf Kühn Alben ein. Mehrere Konzerte wollte er noch spielen. Doch mit 92 wurde er mitten aus seinem musikalischen Leben gerissen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. August. Das Azorenhoch sorgt morgen für reichlich Sonnenschein. In die östlichen Landesteile lenkt allerdings ein Tief zum Teil dichte Wolken. Heute Nacht bleibt es überwiegend trocken. Von Sachsen bis nach Vorpommern und Ostbayern fällt gebietsweise Regen. Hier halten sich auch morgen zum Teil dichte Wolken, die regional noch Regen bringen. Sonst ist es meist freundlich, in einem Streifen längs über die Mitte hinweg oft sonnig. In der Nacht noch 19 Grad in Nordbaden bis 7 Grad am Alpenrand. Morgen werden im Erzgebirge 17, im Westen und Südwesten 30 bis 32 Grad erreicht.
Am Mittwoch viel Sonnenschein, nach Osten hin auch einige Wolken und einzelne Schauer, ähnlich am Donnerstag. Auch am Freitag mehr Sonne als Wolken, aber hier und da Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können. Um 23 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen. Milliardendefizit, Krankenkassen fordern Beteiligung an Tabak- und Alkoholsteuer und cooles Paris, unterirdisches Kühlsystem sorgt für angenehme Temperaturen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.